Willkommen bei Let's Play Balloon Challenge von Soleo Software. Die haben viele gute Spiele gemacht. Ich muss es wissen, ich habe einige gespielt. So, na denn, wer geht zuerst los? Rot. Rot. 99 rote Luftballons. Achso, und ich bin der Rote. Das ist super. Das ist ein super Startplatz. Die Pfeile sagen natürlich in welche Richtung. Ein bisschen laut, aber ansonsten gut. Spiel, du bist mir zu laut. Okay, das sollte helfen. Gut. Okay. Oder auch nicht. Egal. Gut, scheiß drauf. Echt mal. So. An ein Flugzeug dürfen wir nicht. Weil Flugzeuge sind doof und machen ganz viel kaputt. Ach, ich nehme die 20 extra Punkte. Viel Besseres habe ich gerade nicht gesehen. Ja. Seht ihr, wenn sogar der Computer das Gleiche macht, dann ist sowieso schon alles im Arm. So. Mal gucken, ich lieg zurück. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Gar nicht mehr toll beim Computer. Wirbelstimme haben natürlich auch eine coole Bedeutung, weil die können gut sein oder richtig mies. Kommt immer drauf an, wo man landet, wenn man in einem drin war. Man hofft natürlich oben zu landen, aber dann bitteschön nicht unter einem Flugzeug. Denn unter einem Flugzeug ist immer doof. Wenn man dann sofort geschreddert wird. Und der Ballon ist weg. Ganz weg. Und das wollen wir ja nicht. Ist trotzdem doof, dass ich so weit jetzt plötzlich hinten liege, nur weil ich hier keine guten Aufsteigmöglichkeiten sehe, außer diesen hier jetzt. Yay. Und wieder rangekommen. Sehr schön. Und ich liege in Führung. So knapp. Und er eliminiert einen Ballon von mir. Ja, das hatte ich auch gerade vor. Also, naja. Was soll man noch wirklich sonst noch machen hier? Nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Ja, ihr merkt natürlich, dass das Spiel hier ist älter als die Steinkohle, also von daher, ja, ist so. Aber mir gefällt's.
jetzt kann man eh nur noch die Balance abarbeiten. Tja. Wir warten gerade beide darauf, dass der Gegner jeweils diesen Zug macht. Jedoch wäre natürlich wesentlich hübscher gewesen, hätte er den genommen, weil dann hätte ich an dem Ballon vorbei nach ganz oben wiederkommen können. So hofft er jetzt, dass ich den Zug mache, dann könnte er nach ganz oben durchrutschen, aber ich werde jetzt einfach so machen. Kommt gar keiner nach oben. Tja, Pech. Einfach ist er. Nein, ich will. Bin ich nicht. Tja. Gleichstand. Nicht mehr Gleichstand. Gewonnen! Yay! Wer es kann, der kann's. Ja, ja. So muss das sein. Ein neues Spiel. Na klar, warum nicht? Gelb. Oh, schade. Nicht ich. Also man ist mehr selbst rot. So. Tja, Pech. Oh, ich sehe was. Jetzt kann ich mal Tornado sein. Yay. Tornado. Ha. Na bitte. Guter Wirbelsturm. Ich mag Wirbelstürme. Tja, auf jeden Fall war meiner besser als sein. Schön, schön, schön. Oh, schade. Oh. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Ganz toll. Ja, ich hätte doch ein paar Schritte weiter gehen können. Weg noch höher gekommen, genau mit dem. Tja, was soll's. Alle Ballons fliegen hoch, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja wohl. Egal. Noch 45 hinten. Mist. So. Wurde ja auch mal Zeit, dass der diesen Zug macht. Echt mal. Mann. Hat sich ja Zeit gelassen dafür. Sehr schön. Ballonzerstörung. Ich meine, er hätte da auch nur 5 bekommen. Aber er ist verzweifelt. Er macht genau das Gleiche. Gut, gut, gut. Alles nicht so schlimm. Und in Führung. Und nicht mehr in Führung. Mann, spannend, spannend, spannend. Ein heißes Duell. Ich werde gewinnen. Ja, ich wäre jetzt genauso erleichtert wie alle Leute, aber es ist Gegenteiltag. Düb, düb, düb. Mal sehen, wie es so weitergeht hier. 25 Punkte fehlen. 20 Punkte. Die fehlen. 20 Punkte. Nein. Egal. Weil jetzt kann ich diesen Zug machen. Ah.
keine 20 Punkte mehr hinten, sondern ganze 25 vorne. Tja, ich glaube nicht, dass der da tatsächlich nochmal rankommt. Also ist heute doch nicht Gegenteiltag. Juhu! Yeah, yippie! Ich werde gewinnen, egal wie. Egal, was es mich kostet. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Tack, 30 Punkte. Yeah, Ja, da war keiner mehr übrig, womit er noch irgendetwas hätte tun können. Also ich sag mal so, ich mag dieses Spiel. Aber reicht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Das war Balloon Challenge. Ein tolles Spiel von diesen Leuten. Ihr könnt ihr auch nochmal ganz genau lesen, wo ihr es bekommen könnt und wo die Leute sitzen. In der Amsterdam Avenue in New York City. Falls es die Leute überhaupt noch gibt, an diesem Ort. Ja. Okay. Tschüss.